Yo, was geht ab, YouTube? Blackjack wieder mit einem neuen Minecraft-Video am Start. Und Leute, ja, es gibt eigentlich nicht gute Neuigkeiten, also keine guten Neuigkeiten. Ihr seht, ich habe zwar eine Dia-Rüstung, aber Leute, es ist was passiert auf der Insel hier. Damit hat niemand von uns gerechnet. Ich werde es euch jetzt mal kurz zeigen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist auf jeden Fall, es ist echt krass. Und keiner hätte gedacht, dass das passiert, was ich euch jetzt gleich zeigen werde. Zum einen, Candy hat, da oben sieht man schon ein bisschen, Candy hat neben mir gebaut, also so vor mir. Was nicht schlimm ist und auch nicht die Nachricht ist, aber es ist was anderes. Und zwar, schaut euch mal Candys Haus an. Hier, schon kaputt. Hier alle Scheiben kaputt. Hier kaputt, Loch. Also, und auch, ja, mein Haus. Ich meine, bei meinem Haus, es war jetzt noch nichts Besonderes und eigentlich halb so wild. Aber Leute, ja, es wurde weggesprengt. Und ich weiß nicht, Candy hat quasi zu dem Zeitpunkt gerade ein Video aufgenommen. Also ihr könnt gerne mal bei Candy vorbeischauen, aber ihr habt es bestimmt gerade eben schon gesehen, die Netherite Guards sind wieder hier. Die sind einfach hier auf die Insel gekommen und ja, haben hier halt mal direkt wirklich für Rambazamba gesorgt, haben mein Haus komplett in die Luft gejagt. Ich habe kein Bett mehr, was eigentlich ein gutes Ding ist. Wir müssen mal zu Candy reingehen, wo ist der Eingang hier, und müssen erstmal gucken hier auch. Also, das haben die Netherite Guards quasi auch schon für sich beansprucht. Was heißt, ich muss jetzt erstmal hier reingehen und muss mir erstmal ein Bett suchen, damit ich, wieder was zum Spawnen habe. Weil, zack, es ist alles weg. So, jetzt muss ich erstmal was essen. Ja, Leute, was sollen wir machen? Also, keine Ahnung. Hier komplett neue Insel. Wir dachten eigentlich hier alles Frieden, alles gut und so. Aber, ja. Die Netherite Guards sind uns gefolgt. Das ist... Ja, jetzt die Frage, Leute. Sollen wir hier bleiben? Sollen wir die Netherite Guards bekämpfen? Wer von denen war das? Ach, keine Ahnung. Naja, Leute, wir müssen auf jeden Fall erstmal hier wieder ein bisschen Ordnung machen. Wir holen uns mal ein bisschen Orangenes und weißen Beton. Ja, und danach, keine Ahnung, müssen wir die ganzen Löcher erstmal zumachen, müssen hier wieder alles aufbauen und dann können wir auch, also ich bin tatsächlich echt froh, damit wir noch nichts an Haus gebaut haben, nur die Bude davon kennt, die kleine, aber es sind auch einige meiner Items draufgegangen aus den Kisten, die sind mit in die Luft geflogen und so, da war echt viel drin. Naja, wir müssen jetzt auf jeden Fall, würde ich mal sagen, besorgen uns jetzt gleich ein bisschen, warte mal, wir haben doch hier, glaube ich sogar... noch Stein und Stöcke. So, dann gehen wir jetzt erstmal hin, holen uns hier erstmal ein paar Schaufeln. Zack, 4 Stück. Machen jetzt schnell ein bisschen Beton. Also kaufen uns den Beton und dann werden wir hingehen und werden anfangen, ja, hier alles zuzuschippen, was quasi von den Netherite Guards zerstört wurde. Ich kann auch mal gucken, vielleicht können wir auch, um uns dies zu sparen. Ich kann es mir leider nicht kaufen. Okay, das war ja orangener und weißer Beton. So, dann werden wir jetzt hingehen, uns ein bisschen Erde holen und dann machen wir unseren Platz zumindest wieder eben, weil übrig ist ja eigentlich nichts und tun Candy sein Haus reparieren. Leute, was sollen wir machen? Jetzt sind die Netherite Guards hier. Ihr habt gesehen, was die alles auf der YouTuber-Insel gemacht haben, zerstört haben. Keine Ahnung was. Was sollen wir gegen die tun? Sollen wir das auf uns sitzen lassen? Sollen wir uns eine neue Insel suchen, weil die gesagt haben, wir sind auf ihre Insel gekommen und so. Was sollen wir da machen? Also schaut echt mal bei Candy vorbei, da könnt ihr den ganzen Überfall sehen. Und ich hoffe, da ist auch irgendein komischer Schrein von denen. Ich hoffe nur, die kommen nichts mehr zurück. Also zumindest wenn ich jetzt repariere, weil die auch gesagt haben, wir sollen alles in Schwarz und Rot machen. Und wenn ich das jetzt repariere, hoffentlich taucht der gleich nicht auf. Aber Leute, wir machen uns jetzt erstmal an die Arbeit. Okay, Freunde, wir haben jetzt hier einiges noch abgebaut. Wir haben jetzt fast 2 Stacks voll.
Das sollte eigentlich an Erde reichen. Ja, und Beton haben wir. Da werden wir jetzt erstmal hingehen, werden erstmal so grob alles ein bisschen reparieren. Den Pool werde ich jetzt nicht reparieren können, weil ich keinen Quarz habe. Dafür müsste ich erst ins Nether reingehen. Jetzt müssen wir mal gucken. Die haben nämlich auch also Diamanten verlangt. Oh, guck mal, die sind sogar noch da. Aber die lassen wir mal da drin. Nicht, dass wir wirklich jetzt Ärger mit den Netherite Guards bekommen, weil hier mussten wir quasi unsere Opfergabe hinbringen, für die, dass die nicht alles zerstören. Und ja, danach sollten wir mitgehen. Und dann hat er angefangen, ja, wir sollen hier alles umbauen in Schwarz und in Rot, in ihren Farben. Und es ist ihre Insel und wir haben das jetzt zu machen. Wir haben 24 Stunden Zeit. Wie gesagt, schaut mal bei Candy vorbei, der hat das alles aufgenommen. Ich habe in dem Moment leider nicht aufgenommen, weil ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass die Netherrack Guards auftauchen. Also, das ist Wahnsinn. Achso, und Candy hat mich übrigens, hat mir sein Pfannenwender gegeben. So, ich würde mal sagen, wir werden jetzt erstmal hingehen, werden jetzt erstmal hier ein bisschen auffüllen. Machen wir alles im Schnelldurchlauf. Zack, 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 zack. Leute, wie gesagt, wir brauchen jetzt mal eure Hilfe. Was sollen wir tun? Sollen wir die Netherite Guards bekämpfen? Oder ja, sollen wir lieber das Weite suchen und uns lieber nicht mit denen an ja, was? Ja, nicht einlassen? Was sagt ihr? Ist es zu gefährlich mit denen oder egal oder? Ich hoffe, ich baue das richtig, ne? Die Reihe wieder weg. Ja, ich habe jetzt nichts zum Abbauen dabei. Egal, ich würde mal sagen, wir machen das Glas hier mal weg. Machen hier einfach zu. Einfach damit es nicht reinzieht. Ich habe nämlich kein Glas jetzt. Also gut, jetzt schaut das Haus soweit schon mal wieder in Ordnung aus. Man kann im Nachhinein dann noch Glas reinmachen, dass es wieder ordentlich ausschaut. Hier haben wir noch Sack und Erde. Da ist der Pool wenigstens auch wieder einigermaßen okay. Jetzt können wir noch mal kurz gucken. Ist hier sonst noch irgendwas kaputt? Die ganzen, vor allem, die waren bewaffnet. Der Netherite Guard hatte eine Pistole. Und, ach so, das hat mir Candy auch gezeigt. Wisst ihr eigentlich, dass Candy hier einen Geheimgang hat, wo du hier runter gehst und dann, na? Warum geht das nicht? Ah, ich darf mich nicht ducken. Candy hat hier so einen ultra krassen Geheimgang. So ein Geheimbunker. Ah, okay, es sind verschlossene Kisten. Aber hier wirklich krass, ein Geheimbunker. Also Candy ist echt klug. Vielleicht können wir uns tatsächlich vor den Netherite Guards schützen, wenn wir hier runtergehen. Also Respekt an Candy auf jeden Fall. So, zack, zack. Jetzt gehen wir auf jeden Fall aber erstmal hin. Hupala. Und werden unser Haus reparieren. Und dann, wie gesagt, Leute, was sollen wir machen? Sollen wir einfach, ja, weiterziehen? Sollen wir uns einen anderen Platz suchen? Ja, was sollen wir machen? Oder sollen wir kämpfen? Wir können mal kurz gucken. Oh, da ist noch Eis und Kohle drin. Ja, den Ofen brauche ich jetzt nicht. Hier, Leute, standen ja zwei Kisten. Ich hatte hier so viel Zeug drin, was echt schade ist, weil ich hatte hier auch gut, Kakaobohnen sind noch da, die Bananen sind auch da, weil ich wollte ja Sachen anpflanzen. Ist ein bisschen schade, dass einiges kaputt gegangen ist, aber boah, ich habe gerade schon gedacht, da ist einer. Junge. Leute, was sollen wir tun? Sollen wir gegen die Netherite Guards kämpfen? Sollen wir unsere Insel hier verteidigen? Oder sollen wir ja weiterziehen und uns was Neues suchen? Ja, schreibt es mal in die Kommentare rein. Was sollen wir machen? Auf jeden Fall erstmal hier jetzt das ganze Chaos beseitigen. Oh, ich glaube, das reicht gar nicht. Oh Mann, ey. Das heißt, ich muss gleich wahrscheinlich noch mal ein bisschen was abbauen. Ja, ich habe keine Erde mehr. Egal, wir haben ja hier genug. So, wir gehen hier noch mal kurz abbauen. Sehe alles außerhalb. Ohne Scheiß, ich dachte echt, es ist endlich mal Frieden und Ruhe hier und ja, dass nichts passiert. Und was passiert direkt? Die Netherite Guards. Also wer hat denn bitte mit den Netherite Guards gerechnet? Hier auf der Minecraft-Stadt? Niemand. Wahnsinn. Und was ich auf jeden Fall auch noch für Pläne habe, ich würde gerne den Flugschein machen.
Weil ich habe echt mal Bock, hier mit der... Oh Mann, die ganzen Büsche sind auch kaputt. Zum Glück habe ich hier noch einen ganzen Haufen. Oh Mann, das Brot weg. Ja, ich würde gerne einen Flugschein machen, weil... ja, die andere Insel, also die erste Stadt, besser gesagt, ist echt weit weg. Und wenn wir da mal rübergehen wollen und vielleicht da irgendwas holen wollen oder so, brauchst du ewig dahin. Also wirklich ewig. Bin bestimmt 20 Minuten gelaufen oder so. Und das ist auf die Dauer halt echt, ja, schon weit. Und was ich jetzt auf jeden Fall auch nochmal machen möchte, ich würde gern mal zu Flauschis Insel darüber gucken. Vielleicht gibt es nämlich hier ja auch noch was. Da waren wir das letzte Mal. Oh, hoffentlich. Aber weißt du, was ich mich auch frage? Wenn die sagen, das ist ihre Insel. Wo haben die ihr Haus? Nicht, dass die sich jetzt hier irgendwo bei Flauschi in dem alten Turm hier eingelassen haben oder so. Wir müssen mal schauen. Oh, auf jeden Fall viel Kakao hier. Das ist schon mal gut. Was ist hier unten? Ich glaube, hier unten hat Flauschi. Ah, okay, man sieht halt jetzt ungefähr gar nichts. Aber hier unten ist ein Tunnel, da hat Flauschi scheinbar. Habe ich noch Ding dabei? Nein. Er hat sich eine Mine gebaut. Leute, da werden wir die Tage mal runtergehen, weil wir haben ja jetzt schon. Wir haben ja jetzt schon unsere Diamantrüstung. Wir müssen auf jeden Fall mal ins Nether gehen und müssen uns... Oh, wir nehmen uns hier mal eine Fackel mit, wenn wir nochmal da runter gehen. Was gibt es hier noch? Oh, Eisenhacke, ist gut. Rohkupfer brauchen wir nicht. Naja, ist eigentlich nichts Gutes. Oh, hier ist noch Kohle drin, die nehmen wir uns auch mit. Jetzt habe ich die Dinger hingesetzt. Okay. Ansonsten ist hier, glaube ich, tatsächlich... Oh, warte mal, ein Turm geht's noch hoch. Aber ansonsten ist hier, glaube ich, nichts mehr. Hier schaut es auch nicht aus, als wären die Netherite Guards da, weil die haben ja ihre Banner. Okay, und hier waren auf jeden Fall keine Banner, deswegen ist schon mal echt gut. Ey, ich hoffe nur, das entwickelt sich nicht hier wie auf der YouTuber-Insel, dass die kommen. Dann ist nur noch Chaos, alles kaputt, alles, ja, für den Arsch, auf Deutsch gesagt. Ja, wäre auf jeden Fall gar nicht geil. Okay. Na komm, zack. Achso, und ich habe auch nochmal mit Candy geredet. Es gibt tatsächlich keine Farbvorgabe fürs Bauen. Wir müssen jetzt nur mal entscheiden. Ich hätte gesagt, wir nehmen so 3-4 Farben. Die könnt ihr entscheiden. Jetzt haben auch einige reingeschrieben, mach Regenbogen, mach Regenbogen. Aber so krass, wie es jetzt auf dem Boden ist, möchte ich es nicht haben. Aber so wie er das hier gemacht hat, ist es schon... Ja, ist es schon ganz cool. Du hast verschiedene Farben, verschiedene Elemente. Ist schon cool und es ist auch echt groß, muss ich sagen. Aber ich möchte noch was Größeres, noch was Geileres bauen. Und ja, ich sag mal, es trifft sich eigentlich perfekt, dass quasi hier alles kaputt gegangen ist und in die Luft gejagt wurde von den Netherite Guards. Deswegen würde ich mal sagen, also das ist schon groß von Candy. Wir werden größentechnisch wahrscheinlich irgendwie genauso sein, nur mehrere Etagen nach oben. Und auf jeden Fall dann da hinten schön fetten Pool. Größer wie der von Candy. Aber dafür müssen wir das Netherite-Guard-Problem halt erstmal lösen, weil ich habe keine Lust, dass hier quasi, dass ich jetzt was baue und im nächsten Moment ist es kaputt. Das soll einfach nicht so sein wie auf der YouTuber-Insel. Also Leute, schreibt mal rein, was sollen wir unternehmen gegen die Netherite-Guards oder lieber abhauen? Schreibt mal rein. Ich habe auf jeden Fall noch sehr, sehr, sehr viel geplant. Punkt 1 wird jetzt an die Tage angefangen, dass wir hier unser Haus bauen. Ich möchte einen Flugschein machen. Ich möchte mich voll Netherite machen. Ich möchte mich geil equippen. Dann möchte ich anfangen mit Candy mal zu reden, ob wir vielleicht die Candy Bau GmbH, also Candy Check Bau GmbH wieder eröffnen. Lauter solche Sachen. Also auf euch warten sehr, sehr viele spannende Videos. Bleibt auf jeden Fall dran. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns bis dahin.